Wie die Zeit vergeht, es ist 16 Uhr und wir haben unsere nächste Session hier bei Life is Science, der European Researchers Night. Das Thema der Session sind nützliche Produkte aus erneuerbaren Rohstoffen, Klebstoffe. Und da haben wir jemanden, der es wissen muss. Henkel ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Henkel ist eine riesige Firma mit über 50.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von ca. 20 Milliarden Euro. Es gibt da drei große Bereiche und einer der drei großen Bereiche sind Klebstoffe in allen erdenklichen Varianten und für alle möglichen Anwendungen. Es sind dabei so bekannte Marken wie Pritt, Loctite und wir haben oder Patex. Und wir haben hier jetzt zwei hochrangige Wissenschaftler von Henkel zu Gast, und zwar einerseits Dr. Andreas Taden und Frau Magistra Marlene Hölsten. Andreas hat Chemie studiert, er hat sein Doktorat summa cum laude abgeschlossen, war auch in Kalifornien für einen Forschungsaufenthalt, bevor er sich dann bei Henkel der Forschung widmete und vor allem an nachhaltigen Technologien im Bereich der Klebstoffe forscht. Marlene hat ebenso Chemie studiert und sie hat sich dann bei Henkel in der Produktentwicklung für den Waschmittelbereich gewidmet und sie wurde dann Forschungsleiterin für den Bereich Mittel- und Osteuropa. Und ich freue mich sehr, diese beiden Experten heute begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr über euren Vortrag. Wunderbar. Marlene, ich glaube, wir hatten gesagt, dass du die Folien teilen wolltest. Oder soll ich das übernehmen? Kannst du gerne machen, wenn du jetzt startest. Okay, dann lege ich mal los. Ja, ich hoffe, man kann den Bildschirm sehen. Ist was zu erkennen? Können wir die... Ja, wir sehen schon. Ja, passt sehr gut. Bitte nur noch in den Präsentationsmodus. Ja, genau, perfekt. Wunderbar. Alles klar. Gut, wir haben uns für heute einen Tandem-Vortrag überlegt, wo wir über unser Unternehmen sprechen werden, über die beiden Branchen, wo wir aktiv sind. Und natürlich möchten wir auch ein bisschen das Unternehmen vorstellen. Danke für die Einladung an die Organisatoren und damit möchte ich dann im Prinzip auch schon starten. Womit ich loslegen möchte, ist eine Folie zu unserer Gesamtidee als Unternehmen, zu unserem strategischen Rahmen und das wird getrieben durch ganzheitliches Wachstum. Ich will nur diese eine Folie hier zeigen, ich will keine komplette Nachhaltigkeitspräsentation hier geben. Also natürlich sind wir als großes globales Unternehmen sehr bestrebt, nachhaltig zu arbeiten. Wir wollen 2040 klimaneutral sein oder klimapositiv, also sogar die Ziele der EU übertreffen. Und insgesamt sind wir, denke ich, alle Mitarbeiter auch sehr motiviert, da einen starken Beitrag zu leisten. Thema Digitalisierung spielt bei uns auch eine große Rolle, aber wir haben wirklich das Thema Nachhaltigkeit auch sehr stark ins Zentrum gerückt. Aber wie gesagt, heute will ich da jetzt sozusagen keine reine Werbepräsentation machen, sondern ich denke, es ist vielleicht ein bisschen spannender, wenn wir ein paar Einblicke sozusagen in unser Arbeitsleben reingehen, was uns täglich so umtreibt. Ich spreche übrigens gerade aus Düsseldorf. Wir haben hier unser Headquarter von Henkel. Das ist ein Foto hier vom Werksgelände. Hier arbeiten circa 5.000 Leute, die Tag ein, Tag aus eingehen. Und hier haben wir natürlich auch große Forschungseinheiten und so weiter und so fort. Ein eigenes Kraftwerk, also es ist fast schon sowas wie eine kleine eigene Stadt. Henkel ist allerdings global aufgestellt und über 80% unserer Mitarbeiter arbeiten außerhalb von Deutschland. Und wir haben auch ein starkes regionales Zentrum in Wien, in Österreich, wo dann auch gleich die Marlene von aus sprechen wird. Aktiv vertreten sind wir in über 75 Ländern und wir haben rundweg 35.000 Mitarbeiter aus 120 Nationen. Und das ist natürlich auch spannend, wenn man in einem so großen Unternehmen tätig ist. Und ich selber hatte zum Glück auch schon die Möglichkeit, viele von diesen Standorten, die man hier auf der Karte sieht, selber mal zu besuchen. Henkel ist in erster Linie kein reines Chemieunternehmen, sondern wir sind mehr ein Markenartikelhersteller. Und hier sind eine ganze Reihe an Marken dargestellt und die können wir ein bisschen sortieren, weil das Unternehmen hat drei Unternehmensbereiche. Wir sind tätig im Bereich Fast Moving Consumer Goods. Da sprechen wir über Waschmittel und auch über Beauty Care.
Wir sind aber auch tätig im Bereich Adhesive Technologies. Ganz häufig ist es so, dass wir im deutschsprachigen Raum eher bekannt sind für Persil oder auch für Schwarzkopf. Und viele Leute wissen immer nicht, dass der Klebstoffbereich relativ groß ist. Aber das ist leicht nachvollziehbar, weil im Klebstoffbereich geht nur ein kleiner Teil in die Baumärkte oder in die Verkaufsläden. Pritt, Mithylan, Patex, das sind so Marken, die man vielleicht als Verbraucher kennt. Überwiegend arbeiten wir natürlich mit Geschäftskunden. Und da ist Henkel global führend im Bereich Klebstoffe. Also wir sind mit großem Abstand Marktführer. Man kann sagen, dass die Klebstoffbranche schon so ein bisschen zersplittert ist. Aber mit großem Abstand spielen wir hier die erste Geige. Und vielleicht so ein paar Fun Facts, damit man sich vorstellen kann, wie groß das Unternehmen ist. In jeder Sekunde werden weltweit rund 25 Haarkolorationen von Henkel verkauft und jährlich reden wir über 40 Milliarden Waschmittelladungen. Das ist natürlich auch schon sehr, sehr viel. Und hier zum Abschluss eine Folie, wo man einfach mal so ein paar Kennzahlen hat über das Unternehmen. Wir haben einen Jahresumsatz, der beträgt rundweg 19,3 Milliarden Euro. Hätte es Corona nicht gegeben, wären wir wahrscheinlich über die 20 gekommen. Uns gibt es schon seit mehr als 144 Jahren. Wir sind immer noch ein hochprofitables Unternehmen, trotz Corona, und hatten auch keine staatlichen Hilfen irgendwie notwendig im Sinne von Kurzarbeit oder so. Wir sind engagiert dort, wo wir arbeiten. Wir fördern viele gesellschaftliche Projekte und haben natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit und weibliche Führungskräfte im Blick. So, damit würde ich im Prinzip die allgemeine Einführung zu unserem Unternehmen schließen und dann übergeben an die Marlene, dass die Einblicke aus ihrem Bereich gibt. Ja, danke Andreas, danke auch für die Einladung und die Chance, hier heute ein bisschen meinen Unternehmensbereich vorzustellen, in dem ich tätig bin. Also wie schon gesagt, ich arbeite für die Wasch- und Reinigungsmittel-Business-Unit hier bei Henkel und ganz kurz auch nochmal ein paar kleine Facts. Ihr seht eh schon die eine sehr berühmte Persil-Waschmittelflasche ganz in der Mitte und wir können sagen, dass wir ungefähr 45% unseres ganzen Profits jährlich aus Innovationen ziehen, die in den letzten 3 Jahren auf den Markt gekommen sind. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr gute, ein sehr guter Hinweis darauf, dass wir wirklich viele und stetig Innovationen auf den Markt bringen. Wir sind global mit unseren Henkel Wasch- und Reinigungsmittelprodukten in über 50 Ländern vertreten und derzeit sind wir ungefähr etwas über 500 Research and Development Mitarbeiter weltweit. Also mein Team, zu dem ich auch gehöre, hat insgesamt global gesehen ungefähr 500 Mitarbeiter. Bitte gerne nächste Folie, danke. Ja, also wir sind natürlich auch, versuchen immer am Ball der Zeit zu bleiben und uns auch regelmäßig an die neuen Bedürfnisse des Markts und den globalen Innovationen anzupassen. Und deswegen haben wir auch ganz klar eine neue Strategie entwickelt ab 2020, wo wir sagen, dass wir darauf achten wollen, immer agiler zu werden in unserem Team. Wir fokussieren uns ganz stark auf die Innovationen. Also wir haben einen 10-Jahres-Plan für unsere Pipeline und wir sind natürlich ein internationales Team, das sich halt dann überall in allen Regionen, wie der Andreas vorher schon gezeigt hat, wo wir auch unsere Innovationshubs lokalisiert haben, dass wir uns dort um zukünftige Trends bei Wasch- und Reinigungsmittel kümmern und die versuchen mitzugestalten. Nächste Folie bitte. Wir haben jetzt einen kleinen Film mitgebracht. Er ist auf Englisch. Ich denke, das wird nicht so ein großes Problem sein, aber um ein bisschen zu zeigen, wer wir sind. Andreas, wir hören nichts. Vielleicht musst du noch mal teilen und bei Zoom gibt es vielleicht auch so eine Funktion, wo man mit Sound teilen. Unterbrochen. Ich habe hier Ton. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen vielleicht was hören können. Leider nicht, nein. Okay. Vielleicht können wir bei Video beenden und dann noch einmal über Videoeinstellungen vielleicht die
mit oder Bildschirm freigeben, kann man das mit Sound teilen? Eigentlich sollte es gehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum. Moment. Man kann wirklich beim Videoteilen sagen, Ton mit übertragen. Ich probiere das nochmal. Okay. Danke, Andreas. For consumers around the world, our products have become an integral part of their daily lives. Generations trust in Henkel, the experts in washing and cleaning. We always focus on customers' and consumers' needs. That drives us, unites us. Together, we create clean living. With our innovations, we improve markets, categories, and the daily life of people. In our cutting-edge research and development labs, we always use the latest digital tools and technology to develop outstanding products with the highest quality. Together with our consumers, we collaborate as one team, agile and fast, to deliver more than 160 product launches every year. But we do not only develop outstanding innovations, we play a leading role in developing sustainable packaging by using recycled plastic that is collected from the oceans. We aim to create sustainable value with everything we do, together with our employees, partners, and stakeholders. How we make all this possible? With the experience of 140 years of constant research, an unmatched network of research centers worldwide, and with our outstanding global team with one common goal and the deep passion for our products and consumers. At Henkel R&D, we develop the future together. Ja, also was man hier jetzt in dem Film so ein bisschen gesehen hat, waren unsere Labors und Forschungszentren hauptsächlich im Headquarter in Düsseldorf. Das heißt, wir haben dort viele Labors, die sich damit beschäftigen, einerseits die neuen Rezepturen und Verpackungen zu entwickeln, genauso auch wie die Prozesse, die notwendig sind, um unsere Produkte dann in unseren Werken zu produzieren. Aber gleichzeitig machen wir auch unglaublich viele Tests, weil wir müssen ja auch feststellen, ob unsere Produkte jetzt die richtige Leistung bringen, Waschleistung, Reinigungsleistung und so weiter. Man hat Waschmaschinen gesehen, Geschirrspüler. Also wir haben wirklich Labors, in denen alles aufgebaut ist und wir die Produkte so testen, als würden wir sie dann zu Hause auch verwenden. Das alles, wie gesagt, macht uns R&D aus. Und bitte nächste Folie. Und wir sind eben so aufgestellt, dass wir jetzt einerseits schon unsere Kernkompetenzen hatten, also in Biotechnologie zum Beispiel, oder auch sehr hoch performante Inhaltsstoffe wie Enzyme und auch Polymere, an denen wir bis heute schon einiges an Kompetenz aufgebaut haben, genauso für verschiedene unterschiedliche alternative Reinigungstechnologien. Das sind alles Dinge und Kompetenzen, die wir bis heute nach langjähriger Forschungsarbeit schon hatten. Wir wissen aber auch, dass für die Zukunft von morgen mehr notwendig ist als das, was wir in der Vergangenheit schon alles gemacht haben. Und deswegen haben wir uns jetzt vor einem Jahr auch wieder etwas neu aufgestellt und mehr auch einen Fokus drauf gelegt, dass wir Kooperationen eingehen und eigene Forschung betreiben im Sinne von Smart Home Appliances zum Beispiel. Immer wieder forschen wir an neuen Textilien, neuen Fasern. Also wir sind auch da immer am Ball, weil natürlich eine gute Waschleistung auch damit zusammenhängt, um welches Textil es sich handelt. Wir müssen immer wissen, welche neuesten Innovationen im Bereich der Textilchemie auf den Markt kommen. Wir können natürlich auch Digitalisierung, IoT und Robotics nicht außer Acht lassen. Also mittlerweile haben wir eine eigene Abteilung, die sich mit diesen Themen beschäftigt und die auch versucht, mit gewissen Startups und Kooperationen mit Universitäten hier immer an den neuesten Innovationen mit dabei zu sein. Wir haben auch eine eigene Abteilung, die sich rein mit Zukunftsstrategie und Game-Changing-Projekten beschäftigt. Also das bedeutet wirklich Thinking out of the box.
Wir wollen versuchen, selbstständig auch mitzugestalten, wie der neue Weg des Waschens in Zukunft aussehen kann. Und genau dafür haben wir ebenso jetzt vor kurzem in Düsseldorf ein Zentrum eröffnet, wo wir als R&D direkt in den Kontakt mit den Konsumenten treten können. Wir haben dort die Möglichkeit, Konsumenten unsere Produkte schon an einem ganz frühen Stadium der Entwicklung teilhaben zu lassen, Dinge auszuprobieren und dann mit diesem Feedback direkt während des Innovationsprozesses auch die Entwicklung zu steuern. Also all das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen für uns so geändert, dass wir eben für die Zukunft gerüstet sind. Ich habe schon gesagt, dass wir jetzt in Henkel Düsseldorf unser Hauptzentrum für die Produktentwicklung haben. Ganz generell kann man sagen, wir bei Wasch- und Reinigungsmittel folgen für alle Innovationen einem besonderen Entwicklungsprozess. Wir starten immer, und es ist wichtig, wenn man etwas kontrolliert auf den Markt bringen will und entwickeln möchte, sollte man sich natürlich immer an ein bestimmtes Prozedere halten und ein Tool dazu bei der Hand haben. Und genauso machen wir das. Wir haben ein sogenanntes Stage-Gate-Tool für unsere Innovationen, was bedeutet, dass wir ganz klar sagen, es gibt eine Phase der ersten Idee, wo wir natürlich ganz eng mit Marketing, Market Research zusammenarbeiten, um zu sehen, was braucht der Konsument, was ist die nächste Innovation, die wir entwickeln wollen, was ist eigentlich gewünscht und was braucht der Markt. Das Ganze wird dann über einen bestimmten Freigabeprozess auch insoweit gecheckt, dass wir natürlich nicht unsere Ressourcen an allen Ideen verorten können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir uns auf das konzentrieren, wo wir wirklich eine Zukunft drin sehen. Und deswegen gibt es dann, nachdem wir diese erste Idee kreiert haben, einmal einen Zeitpunkt, wo wir entscheiden müssen, wollen wir die jetzt weiter verfolgen oder nicht. Sobald diese Entscheidung dann getroffen ist, gibt es einmal ein klares Konzept, denn wir müssen ja in allen Abteilungen auch wissen, in welche Richtung wir uns bewegen. Also all das wird dann gemeinsam entschieden. Und nachdem wir dann dieses Konzept fixiert haben, dann startet die Entwicklungsphase. Und alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, auch in dem Film, wo diese ganze Entwicklung beschrieben ist, spielt sich dann in diesem einen Bereich ab, wo wir Formeln, also Rezepturen, den Inhalt unserer Wasch- und Reinigungsmittel, wo wir die Verpackung entwickeln und als dritten sehr wichtigen Baustein eben auch den Prozess. Weil Prozess bedeutet, ich kann nicht das, was ich im Labor im Becherglas zusammengerührt habe, eins zu eins in unsere Produktionsstandorte übertragen, sondern ich muss natürlich auch dafür sorgen, dass ich eine entsprechende Technologie entwickle und dass ich unsere Produktion dabei unterstütze, auch diese entsprechend die Maschinen zu kreieren, das Engineering zu machen und dann auch wirklich ein fertiges Produkt am Ende produzieren zu können. In dieser Entwicklungsphase, ich komme jetzt so ein bisschen darauf zu sprechen, wo mein Team hier in Wien jetzt dran arbeitet, weil wir sind ein bisschen gesplittet in der R&D mittlerweile zwischen denen, die sich um die Entwicklung kümmern, also sprich in diesem einen Bereich tätig sind, und jenen, die dann vor Ort in den Regionen auch die Einführung der Produkte unterstützen. Und das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Development-Phase und Implementierungsphase. Und deswegen hier auch diese grüne Markierung, weil hier ist jetzt genau der Bereich, wo mein Team und ich dran arbeiten. So sieht das Ganze vom logischen Ablauf her aus. Andreas, bitte nächste Slide. Jetzt habe ich schon gesagt, also das ist der Standort Wien hier in Erdberg, und es ist nicht nur so, dass wir eine Vertretung für die R&D hier vor Ort haben, weil wir in Wien die Steuerungseinheit für die gesamte Ostregion sind. Also alle Ostländer laufen hier bei uns in der Steuerung zusammen, aber wir haben auch eine Fabrik. Und das ist eigentlich etwas ganz Besonderes, weil es gibt unseren Standort jetzt schon seit 1927. Und wir sind derzeit immer noch der größte Flüssigwaschmittelstandort Europas. Und das muss man sagen, innerstädtisch. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon in Wien waren und wie viele es schon mal im dritten Bezirk waren, aber alles, was sich innerhalb des Gürtels abspielt, ist ja schon noch sehr innerstädtisch gelegen. Und es ist eigentlich etwas sehr Besonderes, dass eine Fabrik, die so eine große Menge an fast
Moving Consumer Goods produziert, so innerstädtisch verortet ist. Und darauf sind wir eigentlich sehr stolz und wir versuchen auch, dass wir eben unsere 880 Mitarbeiter genauso hier am Standort behalten, weil wir steuern eben, wie gesagt, fast 32 Länder. Wir haben am Standort alle Business Units, also alle Unternehmensbereiche. Wir haben Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik und Adhesives, aber produzieren würden, also tun wir nur die Wasch- und Reinigungsmittel. Also es gibt keine Produktion für die anderen Bereiche. Die wichtigsten Marken so bei uns, die produziert werden, sind eben Persil für Waschmittel, wir haben Pril, Handgeschirrspülmittel, Clean für Glasreiniger. Das sind so die großen Marken, die bei uns hier übers Band laufen. Und natürlich ganz wichtig, wir haben auch ein großes Logistikzentrum, weil es reicht nicht aus, die Produkte zu produzieren. Wir müssen sie auch irgendwie verteilen. Und es gibt in Wien-Meidling ein großes zentrales Warenlager, wo dann alle unsere Produkte von hier aus in die unterschiedlichen Länder in der Ostregion verteilt werden. Bitte nächste Slide. Ja, und dann komme ich schon ein bisschen zu meinem Team. Das, wie schon gesagt, ich leite ja das R&D-Team für die Ostregion, eben hier in Wien. Und wir sind insgesamt 14 Mitarbeiter. Wir vertreten allerdings mit diesen 14 Mitarbeitern 31 Länder. Wir haben 4 Fabriken in der Region. Das heißt, die eine habe ich schon gesagt, bei uns in Wien. Und wir haben dann noch 3 weitere in Ungarn, Serbien und in Polen. Und alle diese 4 Fabriken werden von meinem Team unterstützt. Wir haben auch 8 Lohnhersteller. Das bedeutet, es sind andere Hersteller, die für uns dann bestimmte Produkte, die wir in-house nicht machen können oder wollen, für uns produzieren, mit denen wir natürlich auch eine sehr enge Zusammenarbeit haben. Und insgesamt haben wir in 7 osteuropäischen Ländern auch R&D-Vertreter. Das heißt, mit diesen 14 Leuten, also 7 bis 10 bei mir in Wien und dann 7, in denen ebenfalls R&D-Leute sitzen, steuern wir die gesamte Region. Und weil wir natürlich auch hier ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit sagen wollen, auch ich werde keine groß angelegte Nachhaltigkeitspräsentation machen, aber was ich schon ein bisschen hervorheben möchte, ist, dass natürlich auch bei Wasch- und Reinigungsmittel das Thema Nachhaltigkeit ganz an oberster Stelle steht. Und ganz wichtig, zum Beispiel würde ich das Thema Kreislaufwirtschaft hervorheben, weil auch wenn wir bei den Rezepturen sehr viel in diese Richtung machen, bei Verpackung machen wir fast noch mehr. Und abgesehen davon, dass wir Rezyklat in unseren Verpackungen einsetzen, also sprich recyceltes Plastik, gibt es auch einige Lighthouse-Projekte, um die sich mein Team kümmert, weil mein Team ist nicht nur für die Rezeptur zuständig, sondern ich habe auch Mitarbeiter, die sich um die Verpackungen kümmern. Und hier ist einer meiner Mitarbeiter ganz, ganz stark in Kooperation mit der Wirtschaftskammer und anderen Recycle-Unternehmen in Österreich daran, dass wir einen eigenen Kreislauf erstellen für Verpackungsmaterialien, die bisher noch nicht wirklich gut recycelbar sind. Da gibt es eben, wie gesagt, einige sehr prominente Lighthouse-Projekte und wir sind da mit Henkel stark vertreten, um erste Prototypen zu entwickeln und auch einen neuen Recycle-Strom aufzubauen in Österreich, den es bisher noch nicht gibt. Nächste Folie bitte. Also was meine ich jetzt mit dem Thema Kreislaufwirtschaft? Warum ist das so wichtig? Wir wollen einfach dahin kommen, dass wir Plastikverpackungen nicht mehr so entsorgen, dass sie nicht verwendet werden können, sondern wir wollen dafür sorgen, dass zwischen dem Zeitpunkt der Produktion, der Verteilung, der Verwendung, dann des Entsorgens und später des Recycelns und Wiederverwendens einfach ein geschlossener Kreislauf entsteht, sodass keine Verpackung mehr in der Natur landet und nicht wiederverwendet werden kann. Wir haben eine sehr positive Kooperation mit dem Unternehmen Plastic Bank zum Beispiel. Das ist wirklich nur eines der Beispiele, wo wir aktiv sind. Aber das ist einfach eine Kooperation, wo wir direkt Plastik, recyceltes Plastik aus der Natur und von unterschiedlichen sozialen Einrichtungen bekommen. Das ist uns eben, wie gesagt, ein wichtiger Standbein, ein wichtiges Standbein von uns. Wir versuchen da in der Region auch einiges zu bewirken und immer wieder Aufklärung zu betreiben und so
auch einen starken Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit zu leisten. Das war im Endeffekt jetzt mein letztes Slide zum Thema Wasch- und Reinigungsmittel. Ich gebe jetzt an den Andreas wieder zurück, der uns ein paar mehr Details zum Thema Klebstoffe erzählen wird. Danke. Danke, Marlene. Dann mache ich mal weiter. Also ich bin in der Klebstoffbranche tätig und ich hatte vorhin schon gesagt, rund 45% von den totalen Umsätzen von Henkel sind im Bereich Klebstoff und damit sind wir weltweit führend in den meisten Märkten. Das teilt sich so auf, dass wir zum Beispiel im Automobilbereich unterwegs sind, auch Metalle, Korrosionsschutz betreiben. Wir sind für die Handwerker da, wir sind stark engagiert im Bereich Elektronik und auch Verpackung. Und das ist im Prinzip eine sehr, sehr große, breite Spanne, die wir da haben. Ich habe hier eine Folie mitgebracht, die ich irgendwie ganz witzig finde. Und zwar ist das in Bezug auf die Zusammenarbeit von Industrie und Akademie. Ich bin mal angesprochen worden und fast angegriffen worden, weil ich so viele Projekte mache mit der Akademie. Und da hatte tatsächlich einer gesagt, ihr in der Industrie, ihr wollt doch immer nur Wissen wegnehmen und dann für euch nutzen. Wir in der Akademie, wir schaffen Wissen und wir verbreiten das. Also der hat von so einem Gegensatz gesprochen. Und ich bin absolut nicht der Meinung. Ich musste an ein Buch denken, von Johann Wolfgang von Goethe, die Gelehrtentragödie. Faust war halt ein sehr studierter Mensch und war aber im Prinzip verzweifelt. Er hat gesagt, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Und was er auch sagt ist, oder wonach er strebt, ist, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich finde das eigentlich einen ganz witzigen Spruch, weil tatsächlich, wenn man mal schaut auf die Klebstoffe, die finden sich in wahnsinnig vielen Produkten. Ganz viele Produkte würden ohne Klebstoffe nicht funktionieren, aber man sieht das halt in erster Linie oft nicht. Und ich meine hier dieses Buch, da ging die Kooperation mit dem Teufel im Prinzip nicht besonders gut aus, aber die Zusammenarbeit von Akademie und Industrie ist bei weitem kein Teufelspakt, im Gegenteil. Ich hoffe, auch euch davon überzeugen zu können, dass wir uns gegenseitig viel zu geben haben. Wenn man sich mal Klebstoffe anschaut, da hatten wir eine dramatische Entwicklung über die letzten 70 Jahre. Ganz am Anfang waren im Prinzip alle Klebstoffe irgendwie außer Natur. Zellulose, Stärke, Proteine. Die Kuh ist hier dargestellt, weil Casein ein Milchprotein ist, was sehr gute Klebstoffeigenschaften hat. Aber mittlerweile reden wir bei Klebstoffen eigentlich überwiegend über synthetische Polymere. Polyurethane, Epoxide, Acrylate, Silane, Silikone, Polyester, Polyamide. Also es ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und warum reden wir überhaupt über Polymere? Wenn man einen Klebstoff hat, dann sind immer zwei Punkte sehr wichtig. Das eine ist die Adhäsion und das andere ist die Kohäsion. Adhäsion ist im Prinzip oft gar nicht so super schwierig zu bewerkstelligen. Wenn man sich einmal in die Hand spuckt, dann hat man schon irgendwie etwas, was so ein bisschen klebt. Aber die Kohäsion ist das Entscheidende und da kommen halt lange Moleküle, Makromoleküle, Polymere oder hochvernetzte Systeme zum Tragen, weil nur durch Verschlaufung oder Verkettung man wirklich dann auch Kräfte übertragen kann und man zwei verklebte Substrate dann halt auch wirklich daran hindern kann, dass die unter Belastung auseinandergehen. Also Kohäsion ist im Prinzip eigentlich immer irgendein Polymer oder irgendein Netzwerk dahinter, was dann genau diesen Punkt liefert. Angefangen haben wir mal mit Henkelleim, weil wir Klebstoffe brauchten für Persil. Da schließt sich so ein bisschen der Ring. Das war ja was rein biobasiertes und wir haben halt auch immer noch ein paar biobasierte Kleber im Angebot, Tapetenkleister oder auch den bekannten Prittstift, die sind fast zu 100% biobasiert. Man muss aber sagen, ich glaube, wir haben über 90% mittlerweile synthetische Systeme.
Interessanterweise geht in der Forschung heute der Trend wieder so ein bisschen zurück. Natürlich ein bisschen cleverer und besser designt und irgendwie kontrollierter. Wir reden heute viel über irgendwelche Hybride, Biokonjugate, nachwachsende Rohstoffe und natürlich auch neue biotechnologische Verfahren. Und da habe ich eine Folie mitgebracht und das ist auch der Grund, weswegen wir, glaube ich, überhaupt auch angesprochen worden sind, heute hier einen Beitrag zu liefern. Wir haben mit dem Arbeitskreis von Professor Robert Kurist eine enge Kooperation. Wir haben zwei gemeinsame Doktorarbeiten und die Kooperation machen wir natürlich auch, weil wir von Henkel zwar schon sehr, sehr viel können, aber wir können alles nicht irgendwie alleine bewerkstelligen, sondern wir haben hier die Kooperation eingegangen, um halt ja zusammen wirklich an vorderster Front von der Forschung gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, wir haben hier gleich zwei Doktorarbeiten, die sozusagen gemeinsam betreut werden. Und hier geht es dann auch darum, dass wir neue Rohstoffe über biotechnologische Verfahren gewinnen. Klebstoffe an sich, vielleicht nochmal hier ein paar Beispiele. Also wir haben über 130.000 Kunden. Man kann sich halt auch wirklich vorstellen, dass das ein sehr, sehr spezieller Markt ist und wir haben auch wahnsinnig viele Mitarbeiter, die irgendwo draußen sind und die Kunden besuchen oder zum Teil auch dauerhaft in den Fabriken von unseren Kunden einfach vor Ort sind, um bestimmte Prozesse zu betreuen. Ja, wir sind mit großem Abstand Marktführer. Wir haben 40 sogenannte Kerntechnologien. Und das ist etwas, was ich als Polymerchemiker so ein bisschen genieße. Bei uns findet man fast alles, also von einem einfachen Kleber für eine Klopapierrolle bis zum hochbeanspruchten Kleber im Flugzeugbau oder für Satelliten. Also wir sind wirklich sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Innovation ist tatsächlich ein ganz, ganz starker Treiber. Wir haben rundweg 2500 Wissenschaftler im Klebstoffbereich und haben natürlich auch entsprechend tiefe Einblicke ins Applikations-Know-how und ja, was für eine Technologie man nehmen kann. Und hier haben wir zum Beispiel Systeme, die wasserbasiert sind, lösemittelbasierte Systeme werden immer weniger. Wir haben Schmelzkleber, wir haben Systeme, die durch Licht härten, die durch Temperatur härten. Wir haben einkomponentige Systeme, zweikomponentige Systeme. Und was man hier sieht, da die drei Abbildungen, da wollte ich auch noch ganz kurz was zu sagen. So ein Kleber muss in der Regel immer mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man jetzt irgendwie ein Molekül oder ein Polymer macht. Also solche Kleber, das sind oft hoch designte, funktionelle Materialien. Das Auto hier, das E-Auto, da haben wir zum Beispiel mittlerweile relativ viele Produkte, die in den Bereich Thermal Management gehen. So eine Batterie, die wird heiß, wenn die sich, wenn die aufgeladen wird oder wenn die stark beansprucht wird. Das heißt, hier müssen nicht nur irgendwelche Batteriezellen verklebt werden, sondern da ist auch dieses Thermomanagement äußerst wichtig. Und da braucht man dann ja besonders hohe thermische Leitfähigkeiten. Außerdem sprechen wir auch beim Auto schon über das Thema End of Life und Recycling. Und auch da sehen wir zu, dass wir Systeme dann entwickeln, die dann hinterher ein Recycling deutlich vereinfachen. Wenn man da unten mal schaut, das sollen Kameramodule sein aus dem Elektronikbereich, also vom Handy zum Beispiel. Solche Kameramodule, da hat man bis zu 80 einzelne Komponenten, die miteinander verklebt werden müssen. Und natürlich kann man hier nicht mehr irgendwie schrauben oder sowas, sondern das sind solche Miniatursysteme, dass man wirklich nur mit Klebern arbeiten kann. Und auch hier, da haben wir wahnsinnig spannende Systeme, wie ich finde. Hier werden zum Beispiel sogenannte Dual-Cure-Produkte verwendet, die man einmal mit Licht schon mal so vorhärtet, dann können die schon mal nicht mehr auseinandergehen. Dann gibt es noch so einen nachgelagerten Schritt für die Endfestigkeit mit etwas höherer Temperatur. Das darf man natürlich nicht zu heiß machen, weil dann würde da im Prinzip sich wieder was verschieben oder kaputt gehen.
Zum Teil müssen wir auf optische Eigenschaften gucken. Da darf nichts vergilben. Das muss auch bei höheren Luftfeuchtigkeiten noch gut funktionieren. Wir müssen manchmal den Brechungsindex anpassen. Also hier steckt wahnsinnig viel Technologie drin. Und auch für Chips zum Beispiel, Computerchips, da kann man sich ja auch vorstellen, dass man da Kleber braucht heutzutage. Auch hier wieder thermische Leitfähigkeit sehr wichtig. Und auch so Punkte wie zum Beispiel der Schrumpf bei der Aushärtung. Also wenn man hier jetzt ein Klebstoffsystem hätte, der bei der Aushärtung ein bisschen schrumpft, dann würde so ein Computerchip einfach knacken und kaputt gehen. Und früher war das auch tatsächlich oft der Fall. Und durch moderne Klebstoffsysteme sind wir da natürlich auch viel, viel besser geworden. Also das soll im Prinzip ganz kurz verdeutlichen, dass wir super viele spannende Fragestellungen haben und dass Klebstoffe heute einfach mehr können müssen als einfach nur kleben und einfach anwendbar zu sein, sondern wir reden hier wirklich über integrierte Funktionsmaterialien. Ein hochspannendes Gebiet, wo auch immer wieder neue Anforderungen kommen. Ja, hier ist eine Folie, da reden wir im Prinzip über bestimmte Kerntreiber der Innovation, die uns allesamt umtreiben. Gesundheit, Circular Economy, Convenience, Artificial Intelligence, womit wir mitarbeiten. Also das sind alles neue Anforderungen im Prinzip oder zum Teil auch etwas ältere Anforderungen schon, wo wir gerade aktiv sehr, sehr viel Forschung rein investieren. Wir haben dafür super gute Möglichkeiten und wir sind auch ein bisschen stolz, weil wir gerade erst vor einigen Wochen ein neues Innovationscenter in Düsseldorf eröffnet haben. Das ist hier ein Foto davon. Wir waren vorher auf dem Werksgelände bei den Klebstoffen auf 16 Gebäude verteilt. Jetzt gehen wir alle in ein einziges Gebäude und das ist eins der größten Forschungszentren überhaupt. Hier ist ein Foto jetzt auch noch vom Inneren zu sehen. Wir haben hier ein großes Atrium. Ich weiß nicht, ob man meine Maus sehen kann, aber meine Labore sind jetzt im Prinzip hier oben in der vierten Etage. Und wir haben Platz für über 500 Leute, die im Labor arbeiten können. Und was wir natürlich auch machen wollen, ist, dass wir da auch unsere Kunden dann reinholen und auch untereinander uns besser austauschen. Wir haben vorher immer gesagt, Henkel ist so stark vertreten in so vielen Bereichen und manchmal ist es halt schwierig, den Überblick zu behalten und durch so ein neues Gebäude soll natürlich auch einfach mehr Kommunikation da sein, auch untereinander. Das neue Gebäude hat eine Grundfläche von fast 50.000 Quadratmetern, verteilt auf 7 Etagen. Ich hatte schon gesagt, Platz für über 500 Labormitarbeiter. Jedes Stockwerk ist ungefähr so groß wie ein Fußballfeld und ist natürlich auch ein sehr nachhaltig gebautes Gebäude. Also macht wirklich Spaß. Und was wir jetzt mit diesem neuen Gebäude auch gerade implementieren, ist Albert. Das ist so eine Art Datenmanagement und das soll auch einfach nur so ein bisschen erzählen, wie stark sich auch die Arbeitswelt ändert. Wir waren bis vor 3-4 Jahren immer noch unterwegs, einfach mit irgendwelchen Laborjournalen und Laborbüchern und haben mit Excel dann uns irgendwelche Sachen ausgerechnet. Mittlerweile haben wir das alles zentralisiert. Wir haben eine gemeinsame Software, wo wir im Prinzip Daten einfach viel besser verfolgen können, wo wir dann auch Untersuchungen machen, zum Teil hinterlegt mit künstlicher Intelligenz, wo wir dann halt auch einfach besser unsere Daten sichten können und dann auch hoffentlich dadurch irgendwann mal schneller noch entwickeln können, als heute das ohnehin schon der Fall ist. Und damit möchte ich im Prinzip auch schon schließen. Ich habe hier noch ein paar Fragen mitgebracht, Q&A. Also wenn ihr Fragen habt zu uns als Arbeitgeber, bitte haltet euch nicht zurück. Wir können auch, denke ich, noch mehr über unseren Arbeitsalltag sprechen oder auch über andere Unternehmensbereiche. Und was ich noch loswerden wollte, jetzt ist da eine Folie verschwunden, wo ist die hin? Okay, was ich noch sagen wollte ist, wir suchen jetzt auch gerade Doktoranden für Anfang 2022. Also wer Interesse hat, zum Beispiel direkt bei mir, eine spannende Doktorarbeit zu machen, wo wir in Richtung Debonding gehen
gerne mich einfach ansprechen. Das ist noch so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und ja, damit würde ich dann schließen und die Q&A-Sitzung eröffnen wollen. Herr Trinker, sind Sie noch da? Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich würde sagen, hat alles, was man sich wünschen kann. Faszinierende Einblicke, tolle Forschung und vor allem noch einen Ausblick auf einen zukünftigen Job für einige der Teilnehmer vielleicht. Vielen herzlichen Dank. Wir haben auch schon die ersten Fragen. Zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie sieht denn eigentlich ein typischer Arbeitsalltag aus? Ich glaube, das bezieht sich vielleicht jetzt auf Sie persönlich, auf Sie beide. Marlene, willst du anfangen? Ja, ich kann gerne starten. Also wie ich schon vorher gesagt habe, wir hier in Wien, wir sind ja eher ein Implementierungsteam. Das bedeutet ganz offen und ehrlich, Labor gibt es hier keines mehr für Wasch- und Reinigungsmittel. Das heißt, ich habe jetzt keine direkte Forschung mehr, die ich betreibe mit meinem Team. Aber wie sieht unser Arbeitsalltag aus? Also wir haben einerseits immer wieder sehr viel Kontakt zur Produktion. Das heißt, also es gibt Produktionsversuche zum Beispiel. Das heißt, wir testen neue Rezepturen und neue Verpackungen direkt an den Maschinen. Wir stehen zusammen mit unseren Kollegen neben der Maschine und stellen also sicher, dass alles korrekt und mit guter Qualität funktioniert. Das ist ein Teil. Also wir sind immer wieder aktiv in der Produktion. Und der andere Teil besteht dann eigentlich darin, dass wir Projektsteuerung machen. Wir sind sehr stark im Austausch mit unseren internationalen Entwicklungskollegen. Wir haben auch sehr viel Interaktion mit unserem Marketing-Team hier in Wien und auch unserer Rechtsabteilung mit dem Sales-Team. Wir unterstützen also mit unserem technischen Know-how. Und über das Wissen, wie der Status des Entwicklungsprojekts aussieht, eigentlich unsere ganzen weiteren Kollegen. Wir sind außerdem in manchen Ländern in Kontakt mit Konsumenten. Das ist in Wien etwas weniger, weil wir ja das regionale Team sind, aber wir unterstützen dann unsere lokalen Kollegen dabei, dass sie dann auch Konsumentenanfragen richtig beantworten können und technische Auskunft geben können. Also insgesamt kann man sagen, Produktionssupport und zusätzlich der gesamte technische Support für innerhalb Henkel. Genau. Ja, mein Arbeitsalltag sieht da vielleicht ein bisschen anders aus, weil ich tatsächlich noch jeden Tag im Labor bin, aber nicht, um irgendwie selber ein paar Handschläge zu machen, sondern um zu gucken, wie es dann so im Labor gerade weitergeht. Also ich habe mir über die Jahre bei Henkel auch so ein bisschen so eine Nische erarbeitet und erkämpft, wo ich dann sehr, sehr viele Scouting-Projekte betreuen kann. Wir haben sehr viel Interaktion mit der Akademie, nicht nur mit Graz, sondern auch viele andere Universitäten in Deutschland und in anderen Ländern. Ja, wir haben laufend Masteranden, Doktoranden und ja, zum Teil ja, gehe ich auch zu Universitäten, halte da noch irgendwelche Vorträge oder mache Vorlesungen. Also es ist tatsächlich bei mir schon auch relativ stark akademisch noch geprägt. Also ich lese auch Literatur, ich mache Patente, ich schreibe von Zeit zu Zeit auch selber nochmal ein Paper, weil auch unsere Doktoranden natürlich irgendwie publizieren müssen. Das ist mein Arbeitsalltag. Man spricht natürlich ganz viel mit den Kollegen, die man so hat. Das ist auch eine Sache, die ich besonders spannend finde. Ich meine, ich habe gerade gesagt, wir sind bei den Klebstoffen ungefähr 2500 Leute, die noch irgendwie Bezug zum Labor haben. Das heißt, da gibt es vielleicht irgendwie 500 oder auch nur 300 irgendwelche höheren Manager, die dann unterschiedliche Bereiche vertreten. Und ich muss sagen, ich gehöre zu den Leuten, die wahrscheinlich fast alle von denen irgendwo kennen. Das heißt, man ist auch ständig irgendwo im Austausch, man hat eine neue Idee, man hat neue Anforderungen, man ist sehr international unterwegs, man kennt die Kollegen in den USA, gerade im Elektronikbereich ist sehr viel in Asien unterwegs. Also man muss sehr, sehr viel reden. Man muss auch sehr viel lesen und auch einfach dann tatsächlich, glaube ich, den Kontakt zum Labor nicht komplett verlieren. Und das ist da, wo ich mich so bewege. Vielen herzlichen Dank. Die Zeit verfliegt. Wir hatten noch 1,5 Minuten Zeit. Eine Frage noch aus dem Publikum war, was ist denn der Benefit für eine Firma wie Henkel, bei einem MSCA-Doktoratsprogramm mitzumachen? Also MSCA, Marie Skodlowska-Curie Actress, die ja auch die European Researchers Night organisiert, aber es gibt auch Doktorandenprogramme. Also kurz in einer Minute vielleicht, was ist Ihr Vorteil, warum machen Sie mit? Wir sind sehr früh
bei neuen Ideen dabei. Also es geht nicht darum, dass wir dann direkt irgendwelche Produkte in der Hand haben, die wir irgendwo reinbuttern können und verkaufen können, sondern wir sind ganz, ganz früh in der Forschungsphase dabei und können da auch hoffentlich Impulse geben und ein bisschen was dirigieren. Also bei dem einen Marie Curie-Projekt, wo wir mit dabei sind, geht es um neuartige biobasierte Monomere. Die Natur bietet wahnsinnig spannende funktionelle Gruppen an. In dem Fall geht es jetzt um besonders elektronenreiche Systeme. Die sprechen an auf eine besondere Polymerisationsmethode. Das sind dann rein biobasierte neue Systeme. Und da sehen wir gerade dann Vorteile. Ja. Ob das dann klappt, wissen wir nicht. Ja. Aber wir sehen dort großes Potenzial und beteiligen uns dann auch an dieser risikoreichen Forschung. Vielen herzlichen Dank an Sie beide.